Tag 7 in Mexiko. Wir sind jetzt hier an der Ampel und ein kleines Kind turnt auf den Schultern ihrer Mutter und wackelt mit dem Popo. Die hat einen riesigen Popo. Und dann springt sie runter und kassiert die Autofahrer, die sich das Popo-Wackeln angeschaut haben. Alp. Sehr nette Aktion. Sowas könnte sich in Deutschland auch mal einfallen lassen. Anstatt an den Ampeln immer nur die Scheiben zu putzen. Wir sind hier im Business District. Das merkt man daran, dass die Häuser ziemlich hoch sind. Ciao.